Elena Lilik, vierter Platz heute bei der WM. In Livelle. Sicherlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Du hast den Quotenplatz geholt. Du hast einen Bonuspunkt geholt für dich persönlich, wenn es dann wirklich um das Olympiaticket geht. Allerdings hast du halt einen zweiten bisschen verloren. Aber wie siehst du das selber? Ich wollte hier ins Finale fahren, das habe ich geschafft. Ich habe mir selber die Möglichkeit erarbeitet, um eine Medaille zu kämpfen. Jetzt bin ich mit Platz 4 ganz knapp daran gescheitert. Für mich ist es trotzdem irgendwie ein kleines bisschen der Schokoladenplatz. Also, weil ich jetzt einen Punkt bekommen habe. Und ja, ich bin ganz zufrieden mit meinem Finallauf. Aber ja, es war eine schwierige Strecke. Ich bin gut ins Rennen gestartet, aber dann nach der Torschabübung hat sich ein bisschen aus dem Konzept gebracht und es hat sich am hinten raus ein bisschen gezogen. Aber trotzdem war das auf der Rennstrecke immer noch ein guter Lauf. Dein Papa und Trainer Thomas Abel hat so schön gesagt, wir können hier ein kleines bisschen als Olympia-Bronze verkaufen, weil zwei Briten in Pote gewesen sind. Was sagst du dazu? Ja, das ist ein Spruch, damit der vierte Platz nicht ganz so schmerzt. Aber ja, ich meine, wir sind Weltspitze und es ist der Hauptkurs von den Briten. Und ja, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber für dich ja noch lange nicht die WM zu Ende. Morgen geht's im Kajak ja weiter. Neue Chance, neues Glück. Ja.